Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns der Frage widmen, wie du es schaffst, dass deine Interessenten mehr Geld bei dir ausgeben. Ja, oder beziehungsweise wie du es schaffst, dass deine Interessenten ja größere Einstiegspakete bei dir kaufen. Im Prinzip ist Verkaufen eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn du weißt, was das Problem ist, was die Bedürfnisse, was die Wünsche und Ziele der Person sind. Wenn du weißt, was die Person braucht, dann kannst du ihr das Richtige anbieten. Und wenn die Person einen Bedarf hat, ja, dann wird sie auch kaufen. Ich mache da mal gerne ein Beispiel. Wenn du mal angenommen, du hast eine Krankheit, nehmen wir jetzt einfach mal Krebs zum Beispiel. Und wenn ich als Verkäufer ein Mittel hätte, was diese Krankheit definitiv heilen kann, ja, und ich würde mit dir am Küchentisch sitzen, dann bräuchten wir kein großes Verkaufsgespräch führen, wir bräuchten keine großen Einwandbehandlungen, sondern wir müssten wahrscheinlich nicht mal über den Preis diskutieren, ja, sondern die Person würde sofort das Angebot annehmen und würde im Prinzip das Mittel kaufen wollen, egal was es kostet, ja. Sicherlich ist ein extremes Beispiel. Wir haben im Verkauf oder wenn wir einen neuen Vertriebspartner rekrutieren wollen, jetzt sicherlich nicht immer diese Situationen, aber wir haben vergleichbare Situationen. Wenn du mit einem potenziellen Vertriebspartner sprichst, dann kann es einfach sein, dass die Person nicht weiß, wie sie jetzt zum Beispiel noch 300 Euro aufbringt, um ja die wichtige Kreditrate zu bezahlen, wie sie es schafft, dass sie, ja, wenn das Auto finanziert ist, vielleicht die nächste Monatsrate bezahlt, etc., etc. Also wir können nicht hinter die Fassade blicken und umso wichtiger ist es dementsprechend herauszufinden, welche Probleme, Sorgen, Bedürfnisse oder wenn keine Probleme, Sorgen da sind, welche Ziele, welche Wünsche hat die Person? Und das schaffen wir einfach, indem wir Fragen stellen, indem wir den Bedarf ermitteln, indem wir einfach herausfinden, ja, was bei der Person eigentlich ja Phase ist, was da Sache ist. Und wenn wir diesen Schlüssel haben, dann können wir dementsprechend dann auch unsere Empfehlung aussprechen, ja? Und wie wir das machen, das können wir jetzt gerne mal anhand einfach von einem Beispiel kurz durchgehen. Ich möchte das anhand von einem Beispiel einfach mal kurz veranschaulichen. Wenn du zum Beispiel bei einem potenziellen Vertriebspartner sitzt, ja, und du hast jetzt herausgefunden, ja, was so das Problem ist oder welche Wünsche, welche Ziele die Person hat, dann könntest du jetzt zum Beispiel das Ganze mit einer Frage einleiten, indem du sagst zum Beispiel: Ich möchte auf Nummer sicher gehen, dass du mit uns den bestmöglichen Erfolg hast. Und deswegen einfach mal so die Frage an dich: Wie viel möchtest du denn eigentlich dazu verdienen? Was ist denn so das, was du haben möchtest? Weil bevor ich dir jetzt zeige, welche Startmöglichkeiten du hast, möchte ich dir auch das optimale Einstiegspaket dementsprechend empfehlen. Also erzähl mal, wie viel möchtest du denn eigentlich verdienen? Oder wenn du bei einer Person sitzt, wo du die sich Sorgen über zum Beispiel über ihr Alter macht, wo sie nicht weiß, wie viel Rente sie im Alter zum Beispiel dann zur Verfügung hat, dann könntest du einfach auch mal die Frage stellen, wie viel Rente bräuchtest du denn eigentlich im Alter, dass du sorgenfrei leben kannst? Und wie wäre es, wenn wir diese Rente schon jetzt aufbauen könnten? Ja, wie viel wäre das? Ja, dass du dir einfach, dass du einfach das Ganze mal so ein bisschen messbar machst und den Leuten auch mal eine Idee gibst. Ja, weil viele wissen dann zum Beispiel gar nicht, wie hoch ihre Rente ist. Oder ich meine, das müssen wir ihnen ja auch nicht sagen, sondern es geht ja einfach darum, dass sie sich mal drüber Gedanken machen, wie viel das sie tatsächlich dann auch brauchen. So, und je nachdem, was die Person jetzt dann halt antwortet, kannst du dann eine entsprechende Empfehlung aussprechen. Da würde ich jetzt auch nicht hergehen und einfach sagen, dann nimm das und das Paket, sondern dann verbinde dich mit der Person, indem du ihr die Empfehlung in Form einer Geschichte zum Beispiel aussprichst, in Form von deiner Geschichte, indem du dann einfach überleitest und sagst, lass mich kurz erzählen, wie ich es gemacht habe. Ja, ich war in einer ähnlichen Situation wie du, wenn das so ist, natürlich, du musst natürlich dann schon deine Geschichte erzählen und dann kannst du erzählen,
wie du zu der ganzen Sache gekommen bist und wie sich das Ganze entwickelt hat und wie du eingestiegen bist einfach. Und dann kannst du im Prinzip, wenn du die Geschichte erzählt hast, dann ja mit einem Satz überleiten und deine letztendliche Empfehlung aussprechen. Ja, du könntest dann zum Beispiel sagen, es gibt bei uns ja drei Einstiegsmöglichkeiten, Paket 1, 2 und 3. Und ich würde dir aufgrund deiner Ziele, aufgrund deiner Probleme, aufgrund des Wunsches, würde ich dir empfehlen, ja mit Paket 3 zu starten. Wie ich dir eben erzählt habe, habe ich selbst so gestartet. Dadurch hatte ich die und die Vorteile. Und und dann einfach fragen, wann die Person denn jetzt endlich starten möchte. Ja, also möchtest du gleich starten, sofort? Möchtest du starten zum ersten? Ja, also es ist einfach so eine Hilfe, weil normal kannst du ja dann sofort die Person sponsern. Aber bevor du keine Abschlussfrage stellst, könntest du dann einfach hergehen und könntest sagen, wann möchtest du starten? Zum ersten des nächsten Monats oder sofort? Ja? Und dann bist du eigentlich schon drin und kannst dir auch schon wieder Feedback holen und siehst dann genau, wie die Person reagiert. Okay, kurzes Video. Hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Wenn dem so war, teils mit deinem Netzwerk. Daumen hoch, wie immer. Und ja, falls du Lust hast, mit uns und unserem Team durchzustarten, findest du auch unterhalb des Videos ja alle weiteren Informationen. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. In diesem Sinne freue ich mich, dich wieder zu sehen im nächsten Video. Alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.